Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge zu Return of Monkey Island. Wir sind hier gerade bei Stans alter Bootshandel und haben hier zuletzt seine Zahnbürste eingesammelt und ein Bild von ihm. Und warum? Keine Ahnung. Wir werden sehen, was passiert. So, wir müssen 5 goldene Schlüssel finden, um das Geheimnis von Monkey Island, was er hier auf Mini einnimmt, ist in einem Tresor bei der Voodoo-Tante. Müssen wir 5 Schlüssel finden. Und wir wissen, dass die alte Frau in der oberen Straße, die immer aus dem Fenster guckt, ich habe ihren Namen gerade vergessen, die hat einen Schlüssel. Dann gibt es eine Bella Fischer, die einen Schlüssel hat. Genau, Bella Fischer. Eine Mrs. Smith. Mrs. Smith ist die Mutter von der Schlosserin, die die Schlüssel herstellt. Genau, Whitey ist die Frau, die immer aus dem Fenster guckt. Und die anderen goldenen Schlüssel sind einmal auf Brrmuda, scheint wohl eine kalte Insel zu sein, und einmal auf Terror Island. So, und das geht es jetzt anzugehen. So, ich will aber noch mal kurz zu Haus der Gouverneurin. Ich will ihr mal eben... Oh! Ich darf das. Ich habe einen Darfschein. So. Kann ich ihr eigentlich die Nachlassverfügung zeigen? Geht das? Weißt du etwas über Nachlassverfügung? Nachlassverfügung? Das ist die Judikative. Ich bin die Exekutive. Okay. Danke für das Gespräch. Nee, Schuldschein bleibt nicht so. Tja, was kann ich mit dem Schuldschein machen? Gute Frage, nächste Frage. Hier waren wir auch schon drin. Achso, wir können fragen, ob die zum Verkauf steht, die Flagge. Steht die Flagge zum Verkauf? Hüte deine Zunge. Das ist Eigentum der Seeteufel. Der was? Niemand. Es ist zu spät. Der Köder ist aus dem Sack. Wir können es ihm genauso gut sagen. Die Seeteufel sind eine halbgeheime Gesellschaft von Anglern. Meistens erzählen wir Geschichten. Ach, Geschichten über Fische. Kann ich den Seeteufeln beitreten? Kann ich den Seeteufeln beitreten? Nun. Bitte. Bitte. Hast du irgendwelche guten Fischgeschichten? Ja. Natürlich. Einmal wurde ich von einer Seekuh verschluckt. Keiner weiß, was eine Seekuh ist. Glaub mir, mach einen Wal draus. Das ist besser. Okay. Nimm diesen Fischköder. Andere Seeteufel haben sie auch. Auf ihrer Kleidung oder irgendwo angebracht. Geh und finde sie. Zeige ihnen deinen Köder und erzähle ihnen deine Geschichte. Sie werden dir Ratschläge geben. Lerne so viel du kannst und komm dann wieder hierher und erzähl uns deine Geschichte. Du könntest mit der jungen Piratin anfangen, die in der Scum-Bar rumhängt. Sag ihm nicht, wo er anfangen soll. Er soll nach den Ködern suchen. Ja, ich weiß schon, wo 2 Köder sind. Wie er schon sagt, einmal in der Scum-Bar, die hat ihn am Hut. Und einmal hat unsere Schlosserin eine an der Wand. Einen an der Wand. Hallo. Ja, da. Hallöchen. Hier, guck mal, ich habe auch einen. Sei gegrüßt, Kollege Seeteufel. Seien Sie gegrüßt, Kollege Seeteufel. Haben Sie eine Geschichte zu erzählen? Einmal. Wurde mein Schiff von einem Wal verschluckt? Wurde mein Schiff von einem Wal verschluckt? Hm. Aber was dann? Ein wichtiger Punkt in jeder Fischgeschichte ist ein dramatisches Ende. Haben Sie den Fisch gefangen? Ist er entkommen? Wird jemand geheiratet? Oder getötet? Oder beides? Die Leute wollen wissen, wie sich die Dinge entwickeln. Das ergibt Sinn. Wollen Sie es mal versuchen? Okay. Okay. Einmal wurde mein Schiff von einem Wal verschluckt. Dann schlug mich was? Morgen K.O. und verkaufte. Wir steckten einen Haken in das Maul des Tieres und fingen es von innen. Auch nicht schlecht, die Kreatur floh. Natürlich mussten wir da das Feuer löschen. Ich verhalf ihr zur Flucht. Wir steckten einen Haken in das Maul und fingen es von innen. Wir steckten einen Haken in das Maul des Tieres und fingen es von innen. Ich glaube, Sie haben den Schlüssel in der Hand. Ich kann sehen, dass Sie noch am Anfang Ihrer Ausbildung stehen.
suchen Sie sich ein paar andere Seeteufel, die Ihnen helfen werden, Ihre Fähigkeiten zu verbessern. Okay. Gut, okay. Die andere ist die am Hafen. Warte mal kurz. Was war das für? Es ist ein Schuldschein übermittelt für den Wiederaufbau lokaler Unternehmen. Mm, ja, genau. Wiederaufbau lokaler Unternehmen. Hier, sie hat auch so einen. Sei gegrüßt, Kollege Seeteufel. Sei gegrüßt, Kollege Seeteufel. Hast du eine Geschichte zu erzählen? Einmal wurde mein Schiff von einem Wal verschluckt. Wir steckten einen Haken in das Maul des Tieres und fingen es von innen. Weißt du, was deine Geschichte braucht, ist ein Teil, der die Bühne bereitet, damit wir wissen, was passiert und wer die Leute sind. Es sollte am Anfang stehen, wie ein, Ein Anfang? Wie ein Anfang, genau. Zum Beispiel, ich war auf dem Deck einer brennenden spanischen Galeone mit Pferdegesicht und Kratzbürsten Joe. Und dann ganz plötzlich. Und dann geht es weiter. Willst du es mal versuchen? Na klar. Okay. Ich war oben in einem Krähennest mit einem dämonischen Ausguck namens Flambé. Und dann, ganz plötzlich, wurde mein Schiff von einem Wal verschluckt. Und wir fingen es von innen. Wir steckten einen Haken in das Maul des Tieres und fingen es von innen. Ja, so ist es richtig. Deine Geschichte ist nicht schlecht, aber es fehlen noch ein paar Dinge. Such ein paar andere Seeteufel, die dir helfen, die Lücken zu füllen. Das werde ich tun. Machen wir. So, mein Freund. Und, pass auf, Wiederaufbau lokaler Unternehmen, ne? Was würdest du sagen, wenn ich dir sage, dass die Gouverneurin Mittel für den Wiederaufbau der Scumbar zu einem unbestimmten Zeitpunkt bewilligt hat? Hat sie das? Das ist ja fantastisch. Ich werde einen abgesenkten Bereich einrichten, der verschütteten Grog auffängt und wiederverwertet. Und einen medizinischen Triage-Raum. Entschuldige mich, es gibt viel zu planen. Ich das Buch jetzt? Darf ich das Kochbuch jetzt wieder mitnehmen? Sicher, sicher, natürlich. Es ist ein Kochbuch. Es hat 4 Sterne, aber es sieht so aus, als ob sie für die Schwierigkeit stehen. Ich bin näher denn je dran, das Geheimnis von Monkey Island zu finden. Ich bin nicht näher daran, mich dafür zu interessieren. Okay. Soll ich jetzt das Buch zurückgeben? Hallo. Komm schon! Vielen Dank! Es sieht so aus, als hättest du versucht, das Buch statt des Rezepts zu kochen. Naja, ich sollte dankbar sein, dass ich es überhaupt zurückbekomme. Ich war das nächstes nicht, das Mal war der kannst Koch. Du es einfach selbst in das Bücherregal stellen. Okay. Es ist eine Menge Arbeit, Gouverneurin zu sein. Hast du noch was Neues zu sagen? Ich habe nicht wirklich etwas zu sagen. Ich mache das einfach gern. Üben ist schön, aber ich habe im Moment viel zu tun. Gouverneurinnenzeug. Können wir da oben rein jetzt? Bleib aus meinem Schlafzimmer raus, Threepwood. Okay. Der menschliche Tribut, den diese Naturkatastrophen fordern, ist verheerend. Kuschel. Hallo. Dürfen Seeteufel die Flagge für Veranstaltungen und Ähnliches nutzen? Die angesehensten Mitglieder können das. Wenn du uns zeigst, dass du eine gute Geschichte erzählen kannst, werden wir uns überlegen, ob wir dir die Flagge ausleihen. Wir könnten noch theoretisch... Ach, ins Museum müssten wir auch noch mal gehen. Erinnert mich daran, wie ich andere Seeteufel ja, finde. Ja, sie haben möglich oder irgendwo... Und dann kapiert. Ich denke, ich... Du wirst kein... Ja, wir gehen noch mal zum Museum. Da waren wir auch nicht mehr seit unserem letzten Besuch. Seitdem es Erdbeben war, waren wir nicht mehr im Museum. Mal gucken, der hat bestimmt irgendwas... Habe ich das Buch? Ja, achso, das Buch haben wir gar nicht mehr. Okay, hier scheint alles heil zu sein.
Erzählen Sie mir etwas über diese Flagge. Oh, es handelt sich um ein äußerst wertvolles Artefakt, das ich kürzlich erworben habe. Eine von Bella Fischers original Krankenflaggen. Eine von nur 3 bekannten Exemplaren. Okay, To-Do-Liste, was ist los? Flagge aus dem Museum erhalten, okay. Können wir die Piepmätze hier wieder ablenken? Lol. Das klappt sogar 2-mal. Gibt's ja bestimmt auch. Hä? Moment mal. Ihre Piratenflagge sieht nicht ganz richtig aus. Ist sie eine Nachbildung? Sie haben ein gutes Auge. Sie sollten ein Museum kuratieren. Die echte ist zu wertvoll, um sie hier draußen aufzubewahren. Ich habe sie im Lagerraum eingeschlossen. Es hat bereits einen versuchten Diebstahl gegeben. Was? Wo ist die Flagge? Ist weg. Nee, da. Es ist eine Nachbildung von Bella Fischers Flagge. Okay. Es ist abgeschlossen. Besteht die Möglichkeit, dass Sie die echte Flagge demnächst ausstellen werden? Oh nein, zu wertvoll. Sie bleibt definitiv im Lagerraum. Okay, können wir einen Schlüssel? Da steht in winziger Schrift neu, seriennummernloses Schloss. Das ist schlecht. Es ist abgeschlossen. Tjo, dann... Wenn ich zu unserem Schiff. Halt, Karte. Kann das sein, dass hier immer an den Geigenstellen liegen irgendwie? Wer hatte ein Glasbodenboot? Captain Dredd nicht, nein. Stan? Habe ich auch nicht. Captain Capsize? Heute meinen die Erzähler davon, glaube ich. Da lief gerade jemand weg, habt ihr es gesehen? Da liegt eine Karte. Ja, die Karte, wie wir da hinkommen, haben wir auch nicht mehr. Ne, haben wir nicht mehr. An der Tür des Toilettenhäuschens ist ein Warnschild. Okay. Geh mal zu meinem Schiff, bitte. Können wir irgendwas machen mit dem Schiff? Ach, wir können segeln. Ah, okay. Scurvy Island, Terror Island. Zu einem treibenden Schiff segeln. Barbones. 19. Breitengrad. Halt, Schiff. Wenn man das so nennen kann. Ich habe es selbst gemacht und bin stolz drauf. Dies ist ein Kontrollpunkt für Skorbut. Das Gesetz schreibt vor, dass Sie Limetten mit sich führen müssen, bevor ich Ihnen erlauben kann, nach Norden zu fahren. Vielleicht würden Sie einige Goldstücke in Betracht ziehen? Vielleicht würden Sie einige Goldstücke in Betracht ziehen? Ich werde so tun, als hätte ich das nicht gehört. Aufgrund eines Ausbruchs von Skorbut müssen alle Schiffe, die nach Norden fahren, Limetten mitführen. Das klingt nach einem vernünftigen Gesetz. Sie müssen umkehren. Andernfalls drohen Geld- oder Gefängnisstrafen und oder Skorbut. Ist euch das Blaulicht aufgefallen, in Anführungszeichen? Wir legen mal kurz bei Scurvy an. Ich glaube, hier muss Elaine sein, ne? Die wollte hierher kommen, glaube ich. Du hast recht. Er gibt nicht nach. Das ist starke Magie. Ich könnte ihn mit einem Zauberspruch öffnen, aber ich brauche einen guten Kraftpunkt. Das ist besser, als die Schlüssel zu suchen. Wir wissen nicht einmal, wo wir anfangen sollen. Das könnte ewig dauern. Nur ein Narr würde das tun. Ich kenne einen ausgezeichneten Ort für Kraftzauber, aber der ist nicht auf dieser Insel. Kein Problem. Wir können ihn dort wirken und dann hierher zurückkommen. Wir nehmen mein Schiff. Ich bleibe hier und behalte den Tresor im Auge. Und stiehlst das Geheimnis selbst? Wohl eher nicht.
Aufhören! Offensichtlich traut niemand jemandem zurückzubleiben. Wir werden alle zusammengehen. Was, wenn jemand anderes herausfindet, dass das Ding hier ist? Die einzige Karte ist irgendwo auf Monkey Island verloren gegangen und wurde wahrscheinlich schon von einem Wildschwein gefressen. Der Kartenmacher weiß, dass es hier ist. Ich habe sowieso noch ein Hühnchen mit ihm zu rupfen. Und in diesem Fall ist er selbst das Hühnchen. Oh, oh, Wally. Ah, Scurvy Island. Hier hat Elaine alle Limetten für das Skorbut-Projekt der Marley-Stiftung angebaut. Sie ist wahrscheinlich schon wieder hier. Ich kann es kaum erwarten, sie zu sehen. Okay. Schild lesen, dort steht, die Skorbut-Behandlungs- und Präventionsliga, oder SBUPL, der Marley-Stiftung, heißt sie auf Scurvy Island willkommen. 2,5 Kilometer bis zum SBUPL-Hauptquartier. Na gut, dann gehen wir mal. Zum Lager, zum Limettenhain, großer Felsen. Tiefersee? Ich liebe diesen Ort. Er ist wie eine 30 Meter lange Zuckerstange. Okay, wir können aber nicht hin. Ich liebe diesen Ort. Er ist wie eine 30 Meter lange Zuckerstange. Das ist der Ort, an dem das ganze Treibholz während der Treibholzpaarungszeit landet. Elaine und ich haben darüber diskutiert, ob er wie ein Papagei oder wie ein Kakadu aussieht. Okay, wir können irgendwo hin. Elaine? Bist du salonfähig? Hallo? Hey, das ist die Idole für die Hände. Früher mussten die Piraten das von Elaine stehlen, um sich zu beweisen. Zumindest haben sie mir das gesagt, als sie mich dazu gezwungen haben. Hi, ich arbeite heute westlich des Lagers und nördlich des Leuchtturms. Ich habe einmal einen Jack damit gezwickt. Und dann habe ich irgendwie versehentlich den Heftklammerentferner gezwickt. Ich hatte ihn jahrelang, bevor ich daran dachte, ihn Elaine zurückzugeben. Sie war froh und sauer zur gleichen Zeit. Frauer. Er bedeutet offensichtlich auch Elaine etwas. Hey, das war mal ein Bild von uns beiden. Was ist mit dem Teil von mir passiert? Okay. Hi, ich arbeite heute westlich des Lagers und nördlich des Leuchtturms. Es ist schön getrocknet, vorgeschnitten und bereit zum Einsatz. Westlich, also hier im Limettenhain irgendwo. Wow, Elaine war wirklich fleißig. Ich spreche lieber mit Elaine, bevor ich Limetten von der Stiftung stehle, für die sie so hart gearbeitet hat. Einer. Okay. Sie arbeitet nördlich und westlich. Das muss sie ja irgendwo hier sein. Diese Haine sind endlos. Ja. Westlich des Lagers und nördlich des Leuchtturms. Wo finde ich die Minzhaine? Keine Minzhaine. Hi. Hi. Ich hatte gehofft, wieder auf dich zu treffen. Das hatte ich auch gehofft. Was ist im Voodoo-Laden passiert? Hast du das Geheimnis bekommen? Elaine hat auch so Dings, sehe ich gerade. Noch nicht, aber ich bin näher dran als je zuvor. Ich muss nur noch ein paar goldene Schlüssel zusammensuchen. Dann kann ich loslegen. Das klingt vielversprechend. Was ist mit LeChuck und Captain Madison? Seltsamerweise waren sie nicht da. Nun, sei vorsichtig. Wie geht es mit deinem Projekt voran? Das Projekt ist auf ein Hindernis gestoßen. Wie du siehst, haben wir jede Menge Limetten, aber die Leute weigern sich, sie zu nehmen. Sie sagen, sie mögen den Geschmack nicht und glauben nicht, dass sie bei Skorbut helfen. Als gewählte Amtsträgerin hätte ich einen Erlass erlassen können.
Aber als Privatperson muss ich die Leute überzeugen. Ich habe es mit diesem Flugblatt probiert. Ja, ich habe einen Teil davon gelesen. Ich weiß, es ist furchtbar trocken. Aber die Fakten sind da. Hast du versucht, eine andere Schriftart zu verwenden? Hast du mal versucht, eine andere Schriftart zu verwenden? Comic Sans zum Beispiel. Ja, aber ich brauche eine kleine, damit alle Informationen draufpassen. Wie wäre es mit Aufzählungspunkten? Das könnten keine kleinen Limetten sein. Aber die Leute mögen doch keine Limetten. Das ist doch das Problem. Gutes Argument. Was wäre, wenn der Text zentriert statt linksbündig wäre? Irgendwie glaube ich nicht, dass das einen großen Unterschied machen wird. Ich bin mir nicht sicher, was ich dir sagen soll. Es ist im Grunde ein Verkaufs- und Marketingproblem. Und keiner von uns ist ein Experte in diesen beiden Bereichen. Ich verstehe, was du meinst. Ich werde das Flugblatt aufbewahren. Vielleicht finde ich einen Vertriebs- und Marketing-Experten, der es sich ansieht. Okay. Hast du ein paar Limetten übrig? Du kannst ein paar mitnehmen. Wie ich schon sagte, habe ich Schwierigkeiten, sie zu verteilen. Wie kommt es, dass das Bild von uns auf deinem Schreibtisch in zwei Teile zerrissen wie wurde? Tut mir leid, dass du das gesehen hast. Es gab einen Zwischenfall mit einer Möwe. Sie ist mit dir in die Limettenhaine geflogen. Ich habe gesucht, aber ich konnte dich nicht finden. Ich verstehe. Du hast gesagt, eine Möwe hat... Sie ist in die Limettenhaine geflogen. Okay. Ich werde jetzt einen Marketing-Experten suchen gehen. Ich werde hier sein. Ja, da haben wir Stan für, ne? Wenn wir wissen, wo der ist. 5? Okay. Ich habe gehört, dass sie gegen... Da hast du recht. Haben wir Limetten jetzt dabei? Ja. Ah, limettig. Man kann die Ascorbinsäure riechen. Okay. Kann ich irgendwie runterscrollen? Nö. Elaine, nehmen. Ist abgehauen, okay. So, da ist mein Bild. Wow! Die ist ja höchst aggressiv. Willst du Papageienfutter? Das ist kein Papagei. Das ist eine Möwe. Ja, ich habe kein Möwenfutter. Das ist kein Geisterhuhn. Das ist eine Möwe. Wenn Limette... Moment. Der Vogel hat ein zerrissenes Bild in seinem Nest. Ist das ein Bild von mir? Auf keinen Fall. Ich will meine Hand nicht verlieren. Ach, wir haben bei Elaine eben vergessen, den Köder zu benutzen. Wie viel willst du denn davon essen? Okay. Vielleicht 5? Reichen 5? Wow! Wow! Okay, der mag mich immer noch, der Vogel. Wow! Dieser Vogel braucht eine neue Einstellung. Ja, das weiß ich. Limette? Nee, wolltest du nicht. Wir rennen nochmal eben zu Elaine, mal eben schnell. Da oben ist sie, ja. Elaine, ich habe dir vergessen, was zu zeigen, nämlich das Ding hier. Sei gegrüßt, Kollege Seeteufel. Guybrush, du bist den Seeteufeln beigetreten. Das freut mich. Vielleicht hilft dir ein neues Hobby, dich vom Geheimnis abzulenken. Sicher. Dann lass mal hören, was du zu bieten hast. Genau. Ich war oben in einem Krähennest mit einem dämonischen Ausguck namens Flambé. Und dann... Ganz plötzlich wurde mein Schiff von einem Wal verschluckt.
steckten einen Haken in das Maul des Tieres und fingen es von innen. Wir steckten einen Haken in das Maul des Tieres und fingen es von innen. Das ist schön, Guybrush. Aber ich glaube, du hast den interessantesten Teil ausgelassen. Wie war es im Inneren des Wals? Was passierte da drin? Die Menschen wollen von der Erfahrung hören. Das ergibt Sinn. Willst du es mal versuchen? Natürlich. Okay. Ich war oben in einem Krähennest mit einem dämonischen Ausguck namens Flambé. Und dann, ganz plötzlich, wurde mein Schiff von einem Wal verschluckt. Ein Typ, der schon drin war, dachte, ich wolle ihm seine Freundin wegnehmen. Nein, drin war es eklig. Weiche Böden, überall voller gelbes Zeug. Drinnen war es eklig. Weiche Böden und überall gelbes Zeug. Und dann haben wir ihn von innen gefangen. Was? Ich zündete den Rumpf mit dem Kopf von Flambé an, damit er unter Wasser brannte. Was? Warte. Was war doch mit Feuer, genau? Welches Feuer? Die Kreatur floh. Natürlich mussten wir dann das Feuer löschen. Ich glaube, du hast es. Ich denke, das ist wirklich gut für dich. Du solltest ein paar andere Seeteufel finden, mit denen du dein Geschenk teilen kannst. Das werde ich tun. Okay, so. Da waren wir. Da Elaine wir und ich machen. Haben darüber diskutiert, ob er wie ein... Das ist der Ort, an dem das Ganze... Ich liebe... Elaine und ich schwimmen dort manchmal. Gut, okay, dann gehen wir zum Schiff zurück. Jetzt haben wir Limetten dabei. Jetzt könnten wir theoretisch nach Norden segeln, glaube ich, ne? Halt, Schiff! Dies ist ein Kontrollpunkt für Skorbut. Hier, ich habe Limetten. Sehen Sie? Um weiter nach Norden zu fahren, müssen Sie eine Zollerklärung ausfüllen. Name? Herr Guybrush Threepwood. Herr Guybrush Threepwood. Füllen Sie das aus und seien Sie ganz ehrlich. Sind Sie ein Pirat? Ja. Keine Ahnung. Nein. Ja. Nein. Nein. Auch oh, nicht schlecht. Hören Sie gut? Nein. Fragen Sie mehr als 10 oder weniger als 3 bewahren? Ja. Ja. Fuck, okay. Wenn Sie 9 eingekreuzt haben, habe ich nicht. Richtig. Wie viele Antwort ja? Das stimmt nicht. Ist Antwort auf 13 und 9 eine Lüge? Habe ich beide nicht angekreuzt? Tragen Sie keine. Nee. Wenn Sie Frage 1 eingekreuzt haben, überprüfen Sie, ob Frage 29 angekreuzt haben. Was sind 29? Kreuzen Sie das hier an. Okay. Haben Sie jemals ein unbezahltes Artefakt zerstört? Ja. Ich bin gerade dabei. Ja. Ich denke, also bin ich. Der Nordstein ist im Süden. Nein, ich kann bestätigen, dass ich Frage 11 falsch beantwortet habe. Nö, ist richtig. Das ist gelogen. Keine Ahnung. Durch 2 und durch sich selber teilbar, ne? Sie haben eine ungerade Anzahl von Fragen, keine Ahnung. Kreuzen Sie das hier an, kreuzen Sie das hier nicht an. Kreuzen Sie das an, wenn Sie Frage 25 nicht angekreuzt haben. Kreuzen Sie das hier nicht an, wenn Sie Frage 29 nicht angekreuzt haben. Ich habe 29 aber angekreuzt. Also muss ich ankreuzen. Arg. Ich schwöre feierlich oder bestätige diese Frage. Okay. Und unterschreiben. Also gut, dann wollen wir mal sehen. Okay. Nun, wir haben gleich zu Beginn ein Problem. Wir erlauben keine Piraten auf Bermuda. Ich muss Sie bitten, diese Gewässer sofort zu verlassen. Hilft es, wenn ich ein mächtiger Pirat bin? Nein. Okay. Schon wieder zurück? Ja. Um weiter nach Norden zu fahren, müssen Sie eine Zollerklärung ausfüllen. Name? Herr Guybrush Threepwood. Ich sage mal, ich muss alles von neuem ankreuzen. Und seien Sie ganz ehrlich. Tatsächlich. Also gut, dann wollen wir mal sehen. Sie haben vergessen anzugeben, dass Sie Limetten dabei haben. Ich werde das für Sie ankreuzen.
Gute Antwort. Interessant, dass sie das angekreuzt haben. Hab ich doch gar nicht. Schöne Handschrift. Das nicht anzukreuzen war klug. Okay, das sieht gut aus. Lol. Sie können mit voller Zustimmung der Hafenbehörde von okay. Bermuda. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Gut, also können wir zu Bermuda. Barbones Island. Oh Gott. Wollen wir nach Barbones Island mal? Bleib zurück! Ich kann mich sehen! Wie hast du mich gefunden? Ich bin nur hergesegelt und da warst du. Wer bist du? Ich bin Guybrush Threepwood, mächtiger Pirat. Bist du allein? Zur Zeit? Zur Zeit? Dem Himmel sei Dank! Ich bin Ned Filigree, Buchhalter. Ich will nicht unhöflich sein. Es ist nur so, dass ich mich gerade verstecke. Vor wem hast du Angst? Vor wem hast du Angst? Naja, hast du von Stan S. Stanman gehört? Der Name kommt mir bekannt vor. Gott sei Dank haben sie ihn auf Bermuda weggesperrt. Er wird noch lange, lange Zeit im Steinbruch Eis hacken. Ich kann nicht anders, als nervös zu sein. Aber ich schätze, dass ich noch Jahrzehnte vor mir habe, bevor ich mir wirklich Sorgen machen muss. Ja, wie kommt es, dass du Angst vor Stan hast? Wie kommt es, dass du Angst vor Stan hast? Ich habe ihn immer als ziemlich harmlos empfunden, außer in wirtschaftlicher Hinsicht. Sicher, aber man kann nie wissen, was jemand wie Stan tun wird. Er hat kein Moralempfinden. Da ist dieser Begriff wieder. Wie ich schon sagte, bin ich froh, dass er für eine lange Zeit sicher im Steinbruch von Bermuda festsitzt. Du bist wohl ziemlich gut in Mathe. Du bist wohl ziemlich gut in Mathe. Ich bin ein kreativer Buchhalter. Mathematik spielt da keine Rolle. Bist du gut? Beurteile mich nicht danach, wo ich wohne. Ich habe nur ein paar Rückschläge erlitten. Das ist alles, was ich mir im Moment leisten kann. Aber es ist nur vorübergehend. Ich bin auf der Suche nach dem Geheimnis von Monkey Island. Ich bin auf der Suche nach dem Geheimnis von Monkey Island. Das ist ein guter Schritt. Ich habe gehört, dass das Geheimnis ein einzigartiger, immaterieller Wert ist. Was bedeutet, dass du ihm jeden beliebigen Wert zuweisen kannst. Und da es sehr alt ist, kannst du eine Menge Abschreibungen geltend machen. Moment, willst du mir etwa sagen, dass ich für das Geheimnis Steuern zahlen muss? Nicht, wenn man es schlau anstellt. Okay. Wo sagtest du noch einmal, dass sie Stan festhalten würden? Im Eissteinbruch auf Bermuda. Er wird noch viele, viele Jahre und noch mehr Jahre dort sein. Gott sei Dank. Okay, ich werde die Insel ein bisschen erkunden. Sag Bescheid, wenn du etwas Interessantes findest. Ganz ruhig, Ned. Schönes Bild von dir. Wo ist die andere Hälfte? Kein Kommentar. Kann ich das Bild haben? Nein, das wäre seltsam. Kann ich das Bild haben? Nein, das wäre seltsam. Das ist eine sehr schöne Truhe, die du da hast. Was ist da drin? Alles, was ich besitze. Die Früchte des Lebens eines Mannes. Die Messlatte, an der ich gemessen werde, wenn ich nicht mehr bin. Es ist vor allem Papierkram. Können wir wieder nach der Nummer gucken? Es gibt nichts zu sehen, außer einer Menge Korrosion. Hey, das ist meine Truhe. Papierkram, hä? Huh? Ich fürchte, ja. Schönes Bild von dir. Wo ist die andere Hälfte? Kein Kommentar. Ich werde die Insel ein bisschen erkunden. Sag Bescheid, wenn du etwas Interessantes findest. Ist das ein Segel? Oh nein. Also, hier scheint nichts mehr zu sein. Erstmal, wir kommen mit Sicherheit nochmal wieder. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid in der nächsten Folge wieder mit dabei. Lasst mir gerne ein Like oder ein Abo da. Habt eine schöne Zeit. Macht das Beste draus. Bis dahin, meine Lieben.